Ja, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir ja Rowans Geschichte absolviert. Wir mussten gegen den Kater Sonny kämpfen und haben Kanzlerin Marcia getroffen. Und ja, wahrscheinlich geht es dann irgendwann mit den beiden noch weiter. Also mit dem Kater vielleicht nicht, aber mit Marcia vielleicht. Aber bis dahin machen wir erstmal eine andere Quest. Und wenn ich hier so weitergehe, dann ist die nächste in Hamel. Das heißt für mich irgendwie höchstwahrscheinlich ist das die Quest von Elise. Hier ist Elise auf jeden Fall. Els Freunde. Oh, anscheinend nicht. Returning to Hamil takes me back to when we first met you, Jude. What happened? It was right here where we became friends. What was your first friend like, El? Was it a boy or a girl? Huh? It was a boy. A boy cat. He looked a little like Rollo. We were always together. It was so much fun. I know what you mean. It's never boring with Tipo around. I'm the best. That's different. Tipo's a toy. I am not a toy. I'm a premium quality plush companion. That's just a fancy way of saying toy. I am not a toy. Look at them go. Just brings them closer together. Ja, wollte ich gerade sagen. Mir fällt gerade auch ein, wir haben gar nicht die Farbvariation von Rowan mal angeguckt. Ja. Wow, das sieht cool aus. Das lassen wir. Rowans Brille. Sehr schön. Ist mir letztens irgendwie aufgefallen, ist die Brille irgendwie was zum Ausrüsten oder nicht? Ist mir jetzt nicht so mehr eingefallen. So, und ich möchte mal kurz hier was gucken. Nicht Erde. Bäh. Weiß ich nicht. Lass mal erstmal. Okay, Elise scheint nicht. Warte mal. Quest. Kann ich irgendwann abgeben? Nein. Verdammt. Dann. Wo ist denn. Wo ist. Wer andere wissen wir auch wieder jetzt? Okay. Wo ist denn die Dingens? Trifft Gaius vor der Spyros AG, genau. Warte mal, ist er da irgendwo da drinne? Ich dachte, er heißt Ersten. Ja, auch nicht. Wo ist hier die Quest? Was soll denn das? Ich hatte jetzt wirklich damit gerechnet, dass Elise die Quest wäre. Da ist eine Quest. Okay, von wem denn dann? Elise ist ja da vorne, also Mila. Oh, perfekt. Nee, Jude. Okay. Jude, Kapitel 2. Unerwartetes Wiedersehen. Mit wem? I love the air here in Hamil. It's always so fresh and fruity. You're into cooking, right? You ever make anything with fruit? Na, Tomaten, ne? Klar, sowas wie ein Pfirsichkuchen. Meine Spezialität sind Tomatengerichte. Ja, wollte ich gerade sagen. Aren't tomatoes a vegetable? Well, it doesn't really matter. Was? Ripe tomatoes can be just as sweet and juicy. Ah. You really do like them, huh? No way! Tomatoes are awful! Whatever you do, remove tomatoes from my dishes, okay? Mit der bin ich noch nicht fertig. We've detected a new fractured dimension. Ich hab sowas von gewusst. The rift is near the Tertalian Abyss. We've sent you the coordinates. Please take care of it. Tertalian Kluft, das ist doch da, wo ich trainiert habe auch. I'm happy to help. We can't just ignore a fractured dimension. You really are a do-gooder, aren't you? Yeah, I get that a lot. Sounds like a good way to get into trouble. Well, I'm no do-gooder, but I'll give you a hand. More people will make it easier, I'm sure. Okay. Dann würde ich aber noch Lies mitnehmen wegen Heilung oder Leia. Weiß ich nicht. Diesmal muss ich die Gemüsesticks im richtigen Zeitpunkt einsetzen. Habe ich überhaupt? Nein. Ja, lass mal so. Lies muss auch mal eine Pause haben.
Dum dum dum. Ja, hallo? Wir kamen für geologische Untersuchungen, ja, aber dann tauchten diese Monster auf. Einer von unseren Freunden ist noch da drin. Verdammt, was sollen wir bloß tun? Let's have a look around and see if we can figure out what the divergence catalyst is. Ja, das hatte ich sowieso vor, aber wir speichern mal hier, weil ich weiß nicht, wie stark die Gegner sind. Die leveln irgendwie voll schnell, habe ich das Gefühl. Der letzte Boss, der war schon wieder Level 35. Was soll das eigentlich? Leveln die mit mir oder was? Mir reicht schon, wenn ich gegen einen Boss kämpfen muss. Als ich hier übrigens trainiert habe, ich irgendwie gar keinen einzigen Gegenstand hier aufgehoben. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt alles Sachen von der echten Welt oder von der Splitterdimension sind. Aber ich glaube, das sind wieder einzelne Dinger, ne? Ich kann jetzt hier nicht raus, ne? Ma. Zu viele Gegners. Ja. Okay. Sag mir bloß, dass du diese ganzen Sachen alle gesagt hast. Hast du nur gedacht. Verdammt. Nix da. Bams. Abgelehnt. Welche Level seid ihr? 34. Leck mich. Da, diesen Angriff muss ich oft einsetzen, habe ich so das Gefühl. Was habe ich auch den Rhythmus raus? Ich habe schon wieder einen falschen Angriff eingesetzt. Binde, aua. Aha. Ist einer schon tot? Hallo? Okay, wenn er uns nicht alle. Okay, jetzt geht doch da innen, meinetwegen. Macht doch, was ihr wollt. Na, merkt euch nur, ich bin ja der Boss. Okay, den Angriff, den habe ich schon im Training gehabt. Buddelt sich immer noch ein und ich kann da nichts machen. Wir sind das als Power-Treffer. Ey! Okay. Die Gegner werden stark. Tun wir so lange mal anderes einsetzen. Hier, Element Erz. Und dann, wenn ich so das Gefühl habe, dass der Boss kommt, jetzt mal ein Dingens ein. Oh, trinke. Was? Ich habe nicht 15 gehabt? Stimmt. Das kann sein. Hoffentlich habe ich jetzt genug Geld. Ich habe ja wieder... Oh Gott. Ich habe ja wieder etwas... Meine Katze ist zurückgekehrt. Wunderbar. Was? Ja, wie lange hält das denn? Oh, das hat egal. Okay, die Quest, die komme ich genug. Ihr läuft einfach so hier in die Monster vorbei oder legt einfach hier so im Weg der Monster. Okay, das ist kacke mit dem Viech. Ja, das ist sehr kacke. Nixa. Aber so was von verreckt, man. Oh man, wir sind sowas von tot wegen dem ein Viech nur, ne? Wo lebt mal jemand Dingens bitte wieder? Danke. Mann, das ist nicht gut. Wenigstens kriegen wir genug Elementerz hier. Das ist so auch was, oder? Du hast ein rotes Gesicht. Du sagst so an mich Wichtiges, ne? A monster no one's ever seen before. It might be worth checking out. Oder wir sollten nicht dahin gehen. Vielleicht ist es ja das Viech, ne? Also vielleicht ist es der Katalysator. Wie sind die Dinger so? Ja, ne? Ich habe jetzt nicht so sicher. Ma! Geh weg! Ich habe so einen Verdacht, was das sein könnte für ein Viech. Nein, ich kämpfe nicht gegen einen seltenen Drachen. Die sind ja noch stärker.
Bin zwar verrückt, aber nicht so verrückt. So they have a doctor? Derek? Can't be. All these people. Da sind zwar noch Feinde angezeigt, aber probier. Nee, nicht Angriff. Ja. Du bist doch, glaube ich. I can't. It hurts. I have my hands full here. We'll talk later. The pain. It's gone. What? What did you just do? Dad, Dr. Mathis, yeah. We have more casualties. So even the extermination team can't handle that beast. We'll be next if we don't get out of here. I'm staying. I'm a doctor. I can't turn my back on people in need. But hanging out here is suicide. What if we said we'll take out the threat for you? You can't be serious. I am. I don't want to see any more victims. Erledigen wir dieses Monster. Du bleibst hier, Jude. Nein. Wir erledigen dieses Monster. Sounds good. If you insist, but be careful. Its wounds have driven it into a frenzy. Dankeschön. Wessen Schuld ist das? So, jetzt darf ich bloß nicht in drei Kämpfe reingehen. Nee, ich darf nur nicht drei Kämpfe abschließen, ne? Ich kann jetzt hier die ganze Gegend erkunden, mache ich jetzt auch. Mit einem heiligen Trank. Heiliger Trank. Hier, heiliger Trank. Heilig, heilig. Weil wer weiß, ob man hier noch finden kann, hallo? Und dann gehen wir da rein. Ich habe irgendwie so ein dumpfes Gefühl, was da für ein Viech rumlaufen könnte. Aber das wäre doch ein viel zu stark für uns. Wenn es genau das Viech ist, was wir auch im Dingens im ersten Teil bekämpft haben, an dieser Stelle. Weil da habe ich irgendwie so ans Wiedersehen gedacht, aber da wir jetzt schon diese Person gefunden haben, meinen die wahrscheinlich diese Person, ne? Und nicht jetzt hier das Monster, was es sein könnte. Versteht ihr, was ich meine? So, du hast eine Fertigkeit gelernt. Verborgenes Ziel. Blah. Das Gute ist, selbst wenn wir diese ganzen Fertigkeiten erlernen, die wir nicht brauchen, wir bekommen trotzdem die Hälfte der FP davon, die wir für die Fähigkeit brauchen würden. Und das ist gut. Jetzt können wir da unten hin. Bloß nicht in irgendein Monster rein crashen. Also irgendwie hat er dann schon was, wenn wir auch die Sachen lernen, die wir nicht brauchen. Weil die FP bekommen wir trotzdem. Und die können wir dann für Sachen benutzen, die wir eher brauchen. Das ist gut. So, wenn da oben jetzt nicht irgendwas ist auf dieser hohen Leiter, dann weiß ich auch nicht. Ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr Abwehr, das müsste doch jetzt locker gehen. Ich will das nehmen, danke. Das ist nur Mist. Ey. Und zack. Ah, was für ein Boss wartet wohl auf uns? Wir kriegen wahrscheinlich wieder voll aufs Maul, ne? Ich werde es wahrscheinlich sowas von bereuen, dass ich Elise nicht mitgenommen habe. Ah. Ich habe noch keine Truhe gefunden. Ma! Okay, dann gehen wir rein. Ging sowieso noch sehr viel weiter rein, wenn ich mich irre. Ein Kluft unter Geschoss 2. Oh man, da. So, ich möchte jetzt nicht. Ach, da ist ja gar nicht mehr so viel. Okay. Ich dachte, da ging es dann noch weiter. Da ist eine Schatztruhe, jawohl. Wenigstens etwas. Da muss jetzt was Gutes drin sein. Ach, egal.
bitte. Ist jetzt nicht Apfelgummi da irgend so ein. Ihr wisst echt, wie man schlechte Laune verbreiten könnte, ne? Nimm das mit. Pack das da rein. Nur Müll. Ich war geiles bekommen. Ich muss absichtlich nicht nachgucken, was das war. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Und gewünscht dir, ja, super. Angeknabberten. Das ist auch schon besser. Okay, dann machen wir das Monster eben fertig. Yep. Obwohl da oben könnte auch noch was sein. Ich glaube nicht, ne? The heck? Wir müssen da nichts. Was soll eigentlich? Da das Viech, okay. Nichts Bekanntes anscheinend. Naja, ich Idiot. Du bist doch Heilarzt, mein Gott. So. Mach was platt. Hoffentlich so in 5 Minuten oder so. Epic Music incoming. Mega Hauer. Oh mein Gott, hat das viel. Wow, du bist gegen viele Sachen anfällig. Sehr gut. Und ich habe meine Gemüsesticks und so weiter noch an. Sehr schön. Das wollte ich gar nicht. Immer weiter draufhauen. Und dann den hier. Oh Gott. Wenigstens werden wir jetzt hier nicht so blutend geschlagen wie von dem Sunny. Oh nein, Hilfe. Oh Gott. Keine Ahnung, kann ihm das. Sehr schön. Mein Gott, wie viel wir abgezogen haben. Was dann? Ich habe den gesehen da unten. Fuck. Aua. Ja, geblieben. Man hat sich über links ersetzt. Also. Sein mein Jutsu, so, ja, soll ich mir auch Jutsu steuern, ja. Komm her. Oh mein Gott, du bist beinahe gestorben. Warum bewegt sich immer den Knopf? Okay, du bist beinahe tot. Hätte ich nicht gedacht. Frostschneide. Sehr schön. Wow. Powerverbindung, okay. Sehr schön, das hat sich gelohnt vom Level her. Der war nicht so schwer. Oder ich hatte die richtigen Charaktere. Ich gebe ihm den Rest. Do it. Dad. Hätte ich vielleicht noch warten sollen?
Mit zwischenmenschlichen Beziehungen habe ich nichts zu tun. Ich bin ein Kresnik. Stimmt das nicht? Geht's dir gut? Der Mann hieß Mads. Moment mal, heißt das? Jupp. That man was my father. But it was like I'd never been born in that dimension. You haven't seen your daddy in a while either? It's been ages. We've both been so busy. Sometimes, when I have time to think about it, I stop and wonder how he's doing. Du kannst ihn doch jederzeit besuchen. So war es das gleiche irgendwie gewesen. Ah, that's right. I should be careful what I say. Sorry, I'm Was habe ich gehört? Seeing my dad got me thinking. He's a doctor. I'm a scientist. We're both trying to help people. Our jobs might be different, but we both want the same thing. Oh, that's me. I have to get back to Helioborg. I'd like you all to come with me if you could. I'm sorry, I don't have time to explain. Alles klar. Thanks. Let's go. Freundschaft zu Mila wächst. Warum zu Mila? Okay. Ach. Ein. Ich wollte Sternchen sagen. Oh, Katzenkurier. Und wieder gehen. Okay, dann gehen wir zu Helioborg. I didn't think you were all that special when I first met you. Okay. But you do seem to know what you're doing out there. Na ja. I'll give you this. It would just weigh me down anyway. Sofort Landung, okay. Das kenne ich, das ist scheiße. Dann gehen wir noch schnell zur Helioborg fest, dann kann ja wohl nicht so viel noch passieren. Hoffe ich jedenfalls. Ja, und wo jetzt? Jude? Was jetzt? Wohin jetzt? Jetzt zum 12. Stock hier oder was? Gehen wir da eben. I have a bad feeling about this. We better hurry. Weder wartet jemand, den wir kaputt hauen. Schön ist jetzt sein Vater da, ne? Celsius? Was? My device. What's going on, Balin? Never. Never again shall you try to enslave me with your horrible contraptions. Halt, auf der Stelle. Ich bin Kresnik. Celsius, I promise, we mean you no harm. No harm? Your machine dominates my will and forces me into slavery. That's not harm? Wait, what? How many times must humanity repeat this? We spirits are not tools for the convenience of humankind. Mary, I believe you owe us an explanation. But what else was I supposed to do in this circumstance? We're at a dead end. Experiments on great spirits are the only way forward. Dr. Math has said so himself. And, well, I thought that with his device, I would be able to control it. And so, you used it with the Celsius fossil? Without discussing your plan with anyone, what were you thinking? I just wanted to help Jude. He has been so upset over our lack of progress. I just wanted to do something to help. But doing something rash only makes things worse, you know? One small miscalculation could lead to disaster. It may already have. Now that the great spirit Celsius is on the loose,
Balin, we need to terminate all of our experiments involving that device. What? What Celsius said really got to you, huh? About being enslaved and having her will dominated. There must be a defect in my device. Celsius seemed like she was in agony. It filled her with rage. Bist du sicher, dass du es aufgeben willst? Ja. Okay. Really? You can't be serious. If that's what you really want, Jude, we'll abide by your decision. I ended up making a machine that exploits spirits against their will. It was never my intention, of course, but that's hardly an excuse. I'm so sorry. This is all my fault. Und Kapitel 2 auch abgeschlossen. Hei, hei, hei. Zilia-Frisur von Jude und Zilia-Outfit 1. Okay. Ich habe irgendwie schon gedacht, dass wir das bekommen als nächstes. Zeig mal. So voll die Nostalgie dann. Sehr schön. Okay. Lass mal aber erstmal. Das sieht auch cool aus eigentlich. Das war erstmal so. Okay, dann haben wir Jules Kapitel abgeschlossen. In der nächsten Folge werden wir an die restlichen Kapitel auch noch machen. Also eins natürlich. Und ja, dann sehe ich euch in der nächsten Folge für Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.